Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen mal wieder heute zu einem Video aus der Reihe Wandern im Leipziger Land. Ich bin jetzt gerade mit dem Regionalexpress Richtung Erfurt bis Mackranstädt gefahren von Leipzig. Ich laufe jetzt hier gerade vom Bahnhof Richtung Marktplatz und dort beginnt wieder eben eine dieser Wandertouren aus dem Wanderführer, die mich heute an der Westseite des Kulkwitzer Sees nach Miltitz führen soll. Ja, heute Nacht hat es dann ganz unverhofft auch nochmal angefangen zu schneien. Das heißt, heute sieht das landschaftlich und wettertechnisch vielleicht auch alles ein bisschen interessanter aus als einfach nur so ein trüber Wintertag. Ich habe mich jetzt vom Zentrum in Mackranstädt schon wieder entfernt. Mackranstädt ist ja auch wirklich nicht groß. Und es geht jetzt hier durch so eine kleine Parkanlage zum östlichen Ortsrand von Mackranstädt und dann eben weiter an den Kulkwitzer See. Bei der letzten Wanderung im Leipziger Land, also das Video, was ich auch so genannt hatte, da ging es ja am Ostufer des Sees entlang und dann Richtung Knautkleeberg oder so in die Ecke und heute eben an der Westseite, an der anderen Seite entlang. Die ist deutlich weniger mit touristischen Ausstattungen und Surfschulen und Restaurants versehen, sondern eher bewaldet, eher natürlich gehalten. Und ich denke, heute bei dem Winterwetter könnte das durchaus auch ganz sehenswert werden. Der Weg hier ist gerade ganz schön tückisch. Wie man sieht, ist unter dem Schnee hier eine ziemlich glatte Eisschicht. Also wenn man es weiß, geht's, aber man muss eben schon sich konzentrieren, sonst passiert das. Wie man sieht, habe ich jetzt mit den letzten Kleingärten die Stadt endgültig hinter mir gelassen und bin jetzt hier im Wald. Ja, an dem kleinen Waldstück angekommen und werde jetzt hier mal weiter den Wegen folgen. In der Hoffnung, dass sie nicht ganz so glatt die ganze Zeit sind wie jetzt auf den letzten Metern. Mir ist jetzt gerade schon wieder mein Handy ausgegangen. Der Akku ist echt nicht mehr das Wahre. Musste jetzt erstmal warten, bis das wieder aus dem Knick kommt und sich neu gestartet hat und wieder GPS-Empfang hat. Und ansonsten weiß ich nämlich nicht genau, wo es jetzt hier an dieser großen Kreuzung weitergeht. Ich glaube hier nach rechts, aber ich würde das gerne absichern, bevor ich jetzt in die falsche Richtung laufe. Also hier im Wald hat man jetzt echt seine Ruhe. Auch wenn man an den Fußspuren im frischen Schnee sieht, dass ich nicht der Erste bin, der heute diese Wege geht. Obwohl ich schon um 9 hier losgelaufen bin. Also, ich habe nochmal nachgeschaut, das war richtig. Es geht hier nach rechts weiter über so eine Lichtung. Selbst hier auf diesem kleinen, unscheinbaren Trampelpfad sind schon Fußspuren zu sehen. Nichtsdestotrotz gerade ein
sehr schöner Weg, was wirklich durch das Wetter, durch den Schnee noch deutlich reizvoller ist. Scheinbar befindet sich mein Weg hier gerade auf einer Anhöhe. Wenn man hier mal nach rechts schaut, geht es hier ganz schön nach unten. Also für Leipziger Verhältnisse ganz schön. Alle, die aus einem Mittelgebirge oder einem Hochgebirge kommen, werden natürlich lachen über diese Erhebung. Aber für Leipzig ist das hier schon durchaus nennenswert. Durch die Bäume sieht man jetzt schon den See durchschimmern, den Kulkwitzer See. Ich weiß nicht, ob man das im Video auch erkennt. Für mich geht es jetzt hier scheinbar weg von diesem Trampelpfad und auch herunter von dieser kleinen Anhöhe über diesen Weg hier unten. Dieses Wegstück hier, diese Steigung, kommt mir gerade sehr bekannt vor. Hier bin ich mal vor einigen Jahren mit dem Fahrrad um den Kulkwitzer See gefahren und habe dann versucht, hier runterzufahren. Und das ist auch bei Nicht-Winterwetter, also auch im Sommer ist das hier wirklich steil, zumal es da vorne, wenn man die Rechtskurve nicht kriegt, auch direkt geradewegs in den See hineingeht. Ich glaube, das war dann auch so eine Stelle, wo ich mal doch lieber abgestiegen und geschoben bin. Das wäre geschafft. Und weiter geht's jetzt hier über diesen etwas unscheinbareren Weg. Direkt am, also mehr oder weniger direkt jetzt am Westufer des Kulkwitzer Sees entlang. Scheinbar ist jetzt auch der Akku von der Powerbank noch zur Neige gegangen. Ich gebe auch zu, ich habe sie länger nicht mehr aufgeladen, aber die ist so groß, die hält dann immer einige Wochen oder Monate manchmal sogar, wenn ich sie nicht so oft benutze. Deshalb bin ich da immer etwas nachlässig und denke mir, ja, da ist sowieso noch genug Strom drauf. Das heißt, ich muss jetzt eventuell ohne GPS auskommen, aber im Prinzip ist die schwierigen Teile, wo man wirklich mal auf die Karte gucken sollte, sind jetzt schon vorbei. Ich meine, ich bin jetzt hier am Seeufer. Und werde dem Seeufer jetzt eine halbe Runde quasi um den See folgen und dann zur Straßenbahnhaltestelle von der Linie 15 wieder gehen. Das werde ich wahrscheinlich auch so hinkriegen. Naja, es geht jetzt hier wie gesagt weiter auf diesem Trampelpfad. Sehr, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Immer mal ein bisschen rutschig, also man muss beim Laufen schon aufpassen, aber nichtsdestotrotz ein sehr schöner Weg. Direkt dort unten auf diesem Ast am Ufer bei den Enten und dem Schilf saß gerade noch ein Graureiher. Vielleicht hier 15 Schritte neben mir. Aber er ist natürlich losgeflogen, bevor ich die Kamera zücken konnte. Diese Bank hier erscheint mir doch sehr gut geeignet für ein kleines zweites Frühstück. Wie man sieht hier mit wunderbarem Blick auf den See. Es ist schon kühl heute, also wir haben knapp unter 0 Grad, aber ich denke mal mit einem warmen Tee werde ich es hier ein paar Minuten aushalten. Dieser Tafel mit der quasi Hausordnung, wenn man so will, ist so eine kleine Karte abgebildet. Da sieht man nochmal
einigermaßen, wie ich heute, oder kann ich mal zeigen, wie ich heute gelaufen bin. Ich kam hier aus Mackranstädt, bin dann hier durch die Kleingärten aus dem Ort raus, dann hier so ein Schlenker durch den Wald und dann hier vorne ungefähr ans Ufer. Und jetzt bis hier zum Strandbad Mackranstädt, immer am See entlang. Und es geht jetzt hier noch weiter am Nordende des Sees lang bis zur Wasserskianlage. Und von dort werde ich dann einfach hier der alten Leipziger bzw. der Lützner Straße so lange folgen, bis ich die erste Straßenbahnhaltestelle erreiche. Ja, wie man sieht, ich habe jetzt hier das Strandbad Mackranstädt erreicht und den Wald erstmal hinter mir gelassen. Hier sind jetzt die Wege sogar schon geräumt heute Morgen. Viele Jogger auch unterwegs. Hier kann man jetzt auch gar nicht mehr so ungestört filmen. Ich bin jetzt ungefähr schon an der Nordkante des Kulpitzer Sees angelangt. Hinter den Hecken zu meiner Linken, nicht zu überhören, ist jetzt die B87. Und leider ist der Weg auch asphaltiert hier auf dem Stück und nicht ein Waldweg neben der Straße, wie ich das gehofft hatte. Ist natürlich super zum Radfahren, ich war auch schon mit dem Fahrrad hier. Aber zum Wandern wäre mir jetzt ein Waldweg lieber. Ich weiß nicht, dieser Wanderführer, aus dem ich die Tour habe, der ist auch schon über 10 Jahre, glaube ich, alt. Das ist gut möglich, dass das damals noch ein Waldweg hier war. Das sieht alles noch sehr, sehr modern aus, die Straßenlaternen und der Asphalt. Also gut möglich, dass das hier wirklich auch mal ein schöner Wanderweg war, der jetzt aber ja, zum Radweg umgebaut, ausgebaut wurde. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ich werde jetzt die Wanderung trotzdem so durchziehen, wie sie empfohlen wurde. Mal schauen, vielleicht ändert sich es ja auch noch ein bisschen. Tatsächlich, nachdem ich jetzt nur wenige Schritte später die ganzen Bootsverleiher und Strandgebäude und so weiter hinter mir gelassen habe, ist der Weg jetzt nicht mehr asphaltiert und nicht mehr geräumt. Also man hat jetzt doch etwas mehr wieder das Gefühl, in der Natur zu sein. Das ist schön, das gefällt mir so jetzt sehr gut. Wie man gerade im Bild gesehen hat oder sieht, bin ich jetzt bereits an der Wasserskianlage hier angelangt, die heute überraschenderweise nicht in Betrieb ist. Und ja, hier endet jetzt auch die Route für heute, der Wanderweg, den ich heute gefolgt bin. Und ich werde jetzt, wie gesagt, einfach noch der Lützner Straße ein Stückchen folgen, um mit der Straßenbahn wieder zurück nach Hause fahren zu können. Aber ich denke, das wird nicht besonders sehenswert sein. Da werde ich dann die Kamera auslassen. Deshalb an dieser Stelle auch schon mal ein kleines Fazit. Also die erste Hälfte des Wegs in dem Waldstückchen dort bei Mackranstädt ist sehr empfehlenswert. Sehr schöne, kleine, kurvige Wege. Kann man wirklich nur empfehlen. Besonders auch bei Winterwetter oder sicher auch im Sommer sehr schön. Die zweite Hälfte, naja, das ist jetzt eher so wie am Kosputner See spazieren zu gehen. Asphaltierte Wege, viele Gaststätten oder Bootsverleihe oder irgendwie touristisch erschlossene Regionen. Auch ganz schön immer mal mit Blick auf den See, aber landschaftlich nicht ganz an die erste Hälfte ranreichend. Nichtsdestotrotz war es eine schöne Unternehmung. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.